Und richtig, er kam auch und stieg die Treppe herunter. Er hielt sich am Geländer fest und ging ganz langsam und vorsichtig, als ob ihm der große Pelz unbequem und beschwerlich wäre. Unten ging Herr Hradscheck auf ihn zu und komplimentierte ihn in die Wohnstube hinein, wo Male inzwischen den Kaffeetisch gedeckt hatte. Ich brauchte nicht lange zu warten. Ehe 5 Minuten um waren, kamen die beiden Herren über den Flur auf die Straße. Der hatte nicht mal seinen Kaffee ausgetrunken. Herr Hradscheck ließ den Tritt herunter. Jan Schulzki grauste es offenbar vor dem Wetter und er klappte den Kragen von seinem Pelzmantel hoch. Ich ging ins Haus und holte den Koffer. Als ich wieder zurückkam, saß Herr Schulzki schon auf dem Kutschbock und hatte einen Gulden vor sich auf das Spritzleder gelegt. »Danke sehr, Herr Schulzki.« »Gute Reise, Herr Schulzki.« »Einen ganzen Gulden hat er mir gegeben.« »So viel gibt nicht jeder. Ein feiner Herr.« »Ja, ein feiner Herr.« »Hat Herr Schulzki die ganze Zeit über nicht gesprochen?« »Kein Wort, Herr Justizrat. Er hat immer bloß genickt oder den Kopf geschüttelt.« Und ist Ihnen sonst noch irgendetwas aufgefallen?« »Aufgefallen? Nein, eigentlich nicht. Bloß, dass er so ein bisschen klein aussah.« »Er sah ein bisschen klein aus?«